Willkommen zurück, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir gucken uns heute mal gemeinsam Mike Tysons neueste Trainingsvideos an, wie er an den Pratzen abgeht und vor allem auch das neueste Sparring von ihm. Und dann können wir mal genau sehen, wie er sich auf den Kampf zwischen Jake Paul und ihm vorbereitet. Also, let's go. Alter, da sieht man einfach, wie krass der noch reingeht, ne? Mit seinen Bodyshots und mit seinen Kopfhaken und so. Day 2, we're getting ready for you. Muss ich da noch irgendwas sagen, Leute? Ganz ehrlich, muss ich da noch irgendwas sagen? Ey, man müsste sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Typ ist 57 Jahre alt. Wie kann der sich denn noch so bewegen, Mann? Das sieht so aus, als ob er immer noch 20 wäre, ganz ehrlich. Ja, und da muss der Trainer auch schon durchatmen hier und sich denkt, boah, Alter, wenn der mich trifft, dann ist vorbei. Ah, da habt ihr gesehen, er hat die Ball Slams gemacht. Das ist einfach auch eine gute Übung für den gesamten Körper, ne? Und da trainiert er die Explosivität damit. Und ja, kann man machen auf jeden Fall. Jetzt gucken wir weiter hier. Nächstes Pratzenvideo. Day 3. You still wanna f with me? Ich finde das einfach heftig, ne? Wie Mike abgeht, Alter, das ist nicht normal. Aber eine Sache möchte ich mal euch zeigen, und zwar, das ist vielleicht für die meisten zu schnell gegangen. Schaut mal hier einmal, wenn er jetzt gleich reingeht, hier und jetzt den kurzen Step nach links gemacht, ne? Den kurzen Winkelwechsel. Er ist voll auf dem rechten Bein geladen und dann haut er den Körperhaken da rein. Und das ist das Geile beim Peekaboo-Style, ne? Wenn du beide Auslagen beherrschst, was du auch beim Peekaboo-Style machen solltest unbedingt, dann kannst du zu jeder Zeit einen dollen Schlag bringen, ne? Je nachdem, wo du das Gewicht verlagert hast und die Auslage gewechselt hast. Und hier sieht man das wundervoll, ne? Wie er da reingeht gerade. Bam! So, jetzt sehen wir hier als nächstes, er macht ganz normal die Trizeps, trainiert er. Und er ist auch verkabelt hier, ne? Bizeps Curls macht er auch, aber wie wir sehen können, er hat nicht viel Gewicht dabei, ne? Er benutzt weniger Gewicht. Jetzt macht er nochmal im Liegen oder im Sitzen hier Trizeps strecken, auch mit wenig Gewicht. Das heißt also, ihr seht, er macht nicht dieses klassische Hypertrophie-Training, um Muskulatur aufzubauen, sondern eher auf Kraftausdauer trainiert, was natürlich auch sinnvoll ist für einen Kampfsportler, weil du musst halt Leistung bringen. Ne? Die Qualität der Muskulatur ist hier entscheidend und nicht, wie groß oder wie dünn der ist. Man sieht noch zusätzlich, er ist an solchen Elektroden angekabelt und die werden ihm wahrscheinlich nochmal zusätzlich einen extra Reiz geben. Und aber auch an dem Gerät hier sehen wir auch, der Typ misst auch irgendwo, glaube ich, noch die Sachen. Ob jetzt dieses Trizepsstrecken im Sitzen jetzt so sinnvoll ist, kann ich nicht genau sagen. Ich hätte da vielleicht eine andere Übung genommen, wo man zum Beispiel so im Stehen im Kabel dieses ganze Zeit von hinten zieht und dann nach vorne drückt, weil das bewegt sich, also es ist dann eher dem Boxen ähnlicher als das jetzt, ne? Boah, ey, das ist echt, also wirklich, das ist echt heftig. Es ist immer wieder so schön, Mike Tyson zu sehen, wenn er an den Pratzen ist, wie sauber und heftig nice das aussieht. Ne? Und guckt euch mal eine Sache an, was auch extrem wichtig ist für den Peekaboo-Style, ist der sogenannte Diagonalschritt. Ne? Und den führt hier Mike richtig ordentlich aus. Ne? Guckt euch mal das jetzt an. Diese kleinen Schritte hier. Links, rechts, links, rechts. Er geht immer ständig im Vorwärtsgang, ne? Und dabei bewegt er seinen Kopf immer. Was immer Customato gesagt hat, move your head, ne? Move your head, damit du nicht getroffen wirst, aber du ihn umso härter triffst. Weil einerseits hast du mehrere Vorteile, wenn du immer diese kleinen Schritte machst im Diagonalgang. Du bist verlagert auf dem einen Bein, kannst dann da extrem Power generieren und du wirst nicht getroffen. Und vor allem überbrückst du auch die Distanz zu einem größeren Gegner extrem schnell, ne? Und das ist richtig gut. Und wenn ihr das lernen wollt mit dem diagonalen Schritt, schaut euch unbedingt hier oben das Video an. Dazu habe ich schon mal ein Tutorial gemacht. Habt ihr das gesehen? Was für ein schöner Winkelwechsel, ne? Und übrigens, die Beine von Mike Tyson sind auch wieder voll am Start, ne? Das ist echt, das sind diese ganzen 2000 Kniebeugen, die er gemacht hat, jeden Tag angeblich. Und deswegen hat er sie jetzt immer noch. Guck mal, was für ein schöner Winkelwechsel. Schau mal hier. Boom.
Und guck mal, das Interessante hier ist, wenn er den, sobald er den Winkel wechselt, ne, wechselt er von der Linksauslage komplett in die Rechtsauslage. Das heißt, wie ihr sehen könnt, hier, er ist mit dem rechten Bein gerade vorne, hat hier das Gewicht geladen hinten und dann knallt er hier die linke rein. Boom. Ne? Das ist das, was im Peekaboo-Style halt unbedingt reingehört. Hier wollen sie jetzt eine Reaktion üben und das kontern. Boah, einfach so schön, ne? Wie schnell er zuschnappt. Ne? Trainer sagt, ich hau dir hier auf die Deckung. Sobald du das spürst, gehst du sofort mit dem linken Haken rein. Bam, bam. Linker Haken, rechte gerade rein. Okay, und jetzt schauen wir uns nochmal das Sparring an. Das neueste Sparring von ihm. Doppeljab, gerade rechte rein. Ist immer eine gute Methode, um schnell an den Mann zu gehen. Man muss sich auch vorstellen, ne, der Sparringspartner von ihm ist jetzt auf jeden Fall, ne, größer, wie man sehen kann. Wahrscheinlich auch schwerer und jünger vor allem. Ne? Auch das, was wir von ihm kennen, immer im Clinch bleiben. Oh, den habe ich gespürt. Boah, habt ihr das gesehen? Einfach nur aus dem Nichts diesen kurzen, trockenen Körperhaken getroffen, schön zum Solarplexus. Das hat der Gegner auf jeden Fall hier gespürt. Kann ich meine Hand drauf ins Feuer legen, wirklich. Ja, gucken wir uns das noch einmal an. Schau. Und jetzt dieses kurze. Guck mal, jetzt seht ihr die Lücke. Ist hier, er ist hier komplett offen. Der Typ hat hier die Hand irgendwie komisch. Und bumm. Und man sieht auch hier an seinem Gesicht, ne, direkt, das hat er gespürt, also auf jeden Fall. Genau, Head Movement ist da. Boah, Mann, ey, macht der das gut. Also es ist so, nein, das ist echt heftig, wie Mike Tyson das macht. Ne? Ihr habt gerade gesehen, er ist rangegangen, wir gucken uns das nochmal an. Boom, boom. Er geht rein, Jab zum Kopf, dann rechte zum Körper. Er steht dann mit dem Gewicht immer noch auf dem linken Bein verlagert und danach nochmal links zum Kopf und rechte Overhand und hat dann voll gesessen. Ne? Einfach nur schön. Natürlich ist es auch so, dass er zwischendurch eine kassieren muss. Es ist halt leider so, dass wenn du der kleinere Mann bist und gegen einen größeren kämpfst, dann musst du einfach auch bereit sein, irgendwo Schläge einzustecken, bevor du selber zum Zuge kommst. Ne? Weil der Typ wird sich ja wegbewegen. Der bleibt ja nicht nur stehen freiwillig, damit du ihn verkloppen kannst. Sondern er bewegt sich und du musst rangehen mit deinem Head-Movement und so, mit deinen schnellen Beinarbeiten. Und während das passiert aber, greift der andere dich ja auch an. Und du wirst irgendwann, auch wenn du Head-Movement machst und so weiter, wirst du zwangsläufig ein, zwei, drei Dinger vielleicht auch erstmal kassieren, ne? Bevor du aber selber dann zu Zuge kommst. Und das sieht man auch hier, dass Mike Tyson zwischendurch natürlich auch die Jabs kassiert. Aber wenn er dann dran ist, dann, ne, haben wir gesehen, haut er auch richtig zu. Schöner Körpertreffer. Boah, übel. Ja, habt ihr gesehen? Linke gerade und sofort dann mit dem linken Kopfhaken hinterher. Das ist dieser Gazelle-Punch, den er immer auch so schön gemacht hat. Oder immer noch schön macht. So, hier sieht man jetzt ein Sparring zwischen seinem Trainer und Mike Tyson. Ne? Der Trainer hat hier auf jeden Fall einen Kopfschuss an, das würde ich auch an seiner Stelle anziehen. Ne? Und sie trainieren hier eher so, ja, das Auge, ich sag mal, Head Movement, das Auge, die Reaktion. Zwischendurch haut Mike natürlich, wenn er die Lücken sieht. Ne, Head Movement, immer wieder Head Movement. Schläge kommen sehen und so. Kommen wir mal zum Fazit. Es ist halt so, da muss man ehrlich sein, wir sehen immer nur so kleine Ausschnitte vom Training, von den Pratzen-Videos und so weiter. Das ist halt, sieht alles mega nice aus und schnell und wie er sich auch bewegt, alles schön und gut. Wir wissen aber halt nicht, wie es ist, wenn er jetzt zum Beispiel 2, 3 Stunden jetzt am Trainieren ist und ob er dann vollkommen fertig ist oder fit ist oder, ne, das wissen wir halt noch nicht. Natürlich zeigen sie das auch nicht, klar, aber allein anhand dessen, was wir jetzt hier gesehen haben, wenn er dieses Tempo halten könnte, die paar Runden lang,
dann hat Jake Paul absolut gar keine Chance, ne? Außer nur ein Lucky Punch, aber den hat man halt immer. Und wir wissen, dass Jake Paul auch eine gute Rechte hat. Das heißt, man darf ihn da wirklich nicht unterschätzen. Und mittlerweile habe ich auch in meiner Prognose gesagt schon, könnt ihr mal hier gucken, habe ich auch gesagt, Jake Paul, ne, kann man auch mittlerweile als Profiboxer benennen. So, ne? Und er hat das verdient, auch so genannt zu werden, weil er hat schon gezeigt, dass er sich verbessert hat und immer wieder weiter am Trainieren ist und so und nicht nachgelassen hat. Über zwei Sachen mache ich mir bei Mike Tyson Gedanken. Und zwar, das erste ist die Kondition, wie lange kann er dieses Tempo gehen? Und das zweite ist die Schlagkompensierung. Also wie gut kann er diese Schläge von Jake dann, wenn die reinkrachen werden, noch einstecken? Ne? Weil man darf wirklich nicht vergessen, der Typ ist 57, wird dann 58 sein zu dem Zeitpunkt, wo die kämpfen werden. Und da liegen halt wirklich 30 Jahre dazwischen. Ne? Das ist schon echt krass. Also das ist wirklich heftig. Ne? Deshalb, man darf das Ganze nicht unterschätzen. Aber anhand dessen, was wir jetzt hier gesehen haben, Mike hat es immer noch drauf. Es ist einfach nur schön zu sehen, wie Mike Tyson immer noch sich bewegen kann. Muss er sich unbedingt beweisen im Ring? Nein, muss er nicht, klar. Aber wenn wir uns rein nur das Training jetzt angucken, ich finde das einfach Hammer und ich würde mir wünschen, dass er weiter solche Trainingsvideos veröffentlicht, weil das pusht dann Leute wie mich oder auch andere Jugendliche, die da draußen sind und ihn als Helden sehen. Das ist einfach Wahnsinn, ne? Und das ist meine absolute Inspiration, in seinem Alter noch mich so bewegen zu können, wie er das noch tut. Halbwegs sogar. Ne? Also großen Respekt an Mike Tyson, dass er das überhaupt noch so kann. Und deshalb, ich feiere das Ganze und ich hoffe, dass er den Kampf da gewinnen wird und nicht wir irgendein böses, böses Spektakel erleben werden, weil das wäre halt echt, echt schade für die Boxwelt. Ne? Ja, das soll es auch gewesen sein. Schreibt gerne mal eure Meinung in den Kommentaren dazu, wie ihr das fandet. Und vor allem, guckt euch auf jeden Fall mal hier meine Prognose an zu dem Jake Paul und Mike Tyson Kampf. Ansonsten abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.